Naja, uns geht es vor allem darum, dass die Maurer das Material verstehen, sie wissen, mit was sie arbeiten, was für Eigenschaften es hat, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können dann bei unterschiedlichen Fällen. Und dazu gehören halt diese traditionellen Techniken, das Arbeiten mit dem Kalk, in dem Fall auch mit dem Stückkalk, also mit dem ungelöschten Kalk, das Verständnis, wie ein Mauerwerk funktioniert, wie das Zusammenspiel zwischen Material und Handwerkstechnik funktioniert, dann tun sie sich auch später leichter, wie gesagt, die richtige Entscheidung zu treffen, wo ist was notwendig, was für Maßnahmen setze ich, mit was arbeite ich. Die Jungen sind eben da, damit sie mal ein bisschen die Vielfalt des Maurerhandwerks auch sehen, was man früher gemacht hat, was vielleicht davon heute auch wieder Sinn macht. Und ja, also ich hoffe, dass sie etwas mitnehmen davon. Also wir haben angefangen mit der Materialaufbereitung, wie man den Kalk löscht, wie man einen Mörtel aus dem ungelöschten Kalk macht. Wir haben ihnen gezeigt, was die anderen Kursteilnehmer am Mauerwerk macht, um einfach einmal die Anwendung von dem Material auch zu sehen. Dann sind wir hergegangen und haben auch einen Putzmörtel gemacht, haben versucht, eine Oberfläche, eine Originaloberfläche zu finden und einmal zu analysieren, wie ist die entstanden, was ist die gemacht, wie wird die hergestellt. Und dann haben wir eben angefangen, eine Musterfläche zu setzen, wo wir dann eine fertige Oberfläche von diesem gotischen Putz machen, das vielleicht dann auch in der Baustelle Anwendung findet, also die Technik, die Materialität. Und das ist für mich auch immer wichtig, dass das, was die Kursteilnehmer auch machen, dass das auch bleibenden Wert hat und da auch Sinn auf der Baustelle dann vielleicht hat. Ja, dass man halt sieht, wie es früher gewesen ist, ist wohl interessant, dass man das auch lernt, weil es vor Kind bald war mehr. Und es gibt noch mal viel, was das Kind nicht, wie es früher war. Und das ist einfach halt interessant, dass man sieht, so wie mein Opa, der hat das auch schon gemacht, der war Maurer, dass er das aber nachfolgen kann, wie er das gemacht hat. Beh, questa lavorazione molto interessante, molto bella e molto utile anche perché al giorno d'oggi ci sono più lavori di restauro che lavori nuovi, si può dire, e interessante da imparare le tecniche. Questa è una cosa molto importante per i giovani, secondo me, quelli che fanno la scuola, perché oggigiorno sono capaci solo di far cementi armati, ma non muri muratura o malta di calce. È molto importante fare insegnare queste cose ai ragazzi. Grundsätzlich der Unterschied zum Modernen ist eigentlich das, dass das Material ganz, ganz einfach ist. Ganz wichtig ist das Wissen des Handwerkers, wie er mit diesen Materialien umgeht. Also es ist wieder eine Umkehr von der reinen Materialität hin zum handwerklichen Know-how, das, wie das umzusetzen ist. Ich kann viel Einfaches machen, aber die besten Ergebnisse sind damit, wenn ich es kann. Ja, und das geht es mir persönlich.